Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen mit Dirk Hilger und dem Stereo Trader. Mein Name ist Nels Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Freue mich sehr, dass Sie heute live dabei sind und wir schauen uns auch direkt den Risikohinweis an. Denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen diese Veranstaltung nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen, auch wenn der Dirk vielleicht den einen oder anderen Trade dann später zeigt. Gut, dann übertrage ich sehr gerne den Bildschirm, lieber Dirk, und wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Guten Morgen erstmal hier in die Runde. Hier zum, jetzt wollte ich gerade schon sagen, NFP Live Trading. Sorry, ich habe mich hier gerade so ein bisschen aufgeregt. Und hat aber dann den Vorteil, dass ich halt wenigstens dafür wach bin. Nee, weil gerade gesagt, Brötchen ist das Reizwort, weil ich nämlich dann gestern festgestellt habe, oh verdammt, ich habe morgen gar nichts zu frühstücken, ja, kein Problem. Dann bestellst du halt eben bei hier Gorillas, dem Lieferservice, mache ich halt öfters mal und habe Brötchen bestellt und dann noch irgendwie so ein paar Sachen, die man sonst so braucht, irgendwie noch so zwei Bier. Brauchst du natürlich morgens nicht, ne, klar. Und keine Ahnung, irgendwas für die Küche halt noch. So, was kommt? Alles außer die Brötchen. Das ist der einzige Grund, warum ich bestellt habe. Und entsprechend war ich gerade sehr hoch erfreut drüber, dass ich nichts zu essen kriege. Und ja, muss ich ja vorher mal reklamieren. Hm? Direkt mal eine 5-Sterne-Bewertung. Ja, genau. Und ja, dann kam er jetzt aber gerade wieder. Jetzt habe ich zumindest ein halbes Brötchen gegessen. Das heißt, ich habe zumindest irgendwo reingebissen, sodass die Aggression sich jetzt ein wenig gelegt hat, die erst anfängliche. Und von daher ist jetzt nicht mehr ganz so schlimm wie vorhin. So. Stefan sagt, trink das Bier, dann geht's weiter. Ja, genau. Das habe ich vorhin auch gedacht. Das ist einfach mal, weil es ist leider warm. Es war nicht so kalt, wie es sein müsste. Von daher bleibe ich jetzt erstmal beim Kaffee. Gut. So, also guten Morgen, habe ich ja schon gesagt. So, ich bin hier gerade so ein bisschen. Aber das gibt sich ja dann hoffentlich irgendwie auch gleich. Also, die Märkte. Wo setzen wir denn da an? Also grundsätzlich, ich weiß halt nicht so genau, wer jetzt hier irgendwie halt so meinen Blog liest und wer nicht. Und von daher ist immer so minimal, ich will es nicht sagen schwierig, aber ich versuche mich halt immer so gut wie möglich auf alle ja dann auch einzustellen, die hier dabei sind. Will ja nicht zu weit ausholen. Und aber so ein bisschen muss ich dann immer, weil es ist ja halt grundsätzlich so, ich versuche halt immer den Markt so zu betrachten, dass er sich halt eben nicht jeden Tag als isolierte Erscheinung darstellt, was er ja auch nicht tut, sondern schon immer so ein bisschen die Tage aneinander zu reihen. Und ich habe ja letztens schon gesagt, ich fokussiere halt auf den DAO, auch wenn wir jetzt hier heute Morgen die Eröffnung in Frankfurt haben, aber das macht ja nichts, weil das Volumen kommt ja nichtsdestotrotz eigentlich immer gleich, beziehungsweise gleichzeitig, nicht gleichmäßig, aber gleichzeitig dann ebenso hier in den US-Märkten, also in den Futures, die ja dann halt nur gehandelt werden, ja dann auch zustande. Und von daher bleibe ich jetzt auch erstmal beim DAO, weil dort habe ich jetzt auch irgendwie gerade vorhin erste Teilpositionen aufgemacht und Long natürlich. Und guck mal, ob ich die jetzt halt hier irgendwie skaliert da reinkriege. Also grundsätzlich, ich hatte ja auch noch einen Videoblog letzte Woche gemacht. Soweit muss man leider ausholen, weil die Bewegung, die wir da in der Woche, in Wochenchart eigentlich gesehen haben, hatte ich ja anfangs gesagt, dazu muss ich jetzt, mache ich jetzt hier mal ganz kurz auf, um mal so ein bisschen daran anzuknüpfen. Gibt es hier auch Kerzen? Ah, das sind so. So ein bisschen daran anzuknüpfen, ist halt, wo ich meinte, ne, wenn wir halt, wo wir hier gestartet sind. So, und da habe ich ja gesagt, hier ist ein Hanging Man, das Ding geht runter und ich habe so meine Zweifel, dass wir einfach so da oben drüber schließen. So, dann ist der am Montag letzte Woche darunter gestürzt und alle haben schon wieder Crash, also nicht alle, aber habe dann halt irgendwie so, mich so ein bisschen umgeguckt, habe dann schon wieder was von Crash und Finanzmarkt Crash 21, weiß nicht was, alles gelesen. Und ich hatte am Montagabend auch geschrieben, Leute, das ist
so schnell wie das hier runterging, hat das eher Potenzial, als Dip zu enden und dann halt in grün auch da oben rauszuziehen. Und das ist halt immer genau das Ding. Also das kommt immer darauf an, was passiert zuerst und wie löst sich das Ganze auf. Und so schnell wie das runterging, eben am Montag, war ich da halt höchst skeptisch, dass das weiter short geht. Und siehe da, ist es zum Wochenende dann ja auch genauso aufgelöst, hat aber eben nicht hier oben drüber geschlossen. Infolgedessen habe ich da sogar noch recht behalten, aber hätte mich jetzt auch nicht gestört, wenn es da drüber geschlossen hätte. Das wäre schon in Ordnung gewesen. Und das kann man halt sehr schön natürlich halt auch in den kleineren Timeframes, im Daily sowieso, aber halt auch im Stundenchart ganz gut nachverfolgen. Und dann war ja halt die letzte Bewegung, habe ich ja dann, was hat denn hier für komische Ladehemmungen? Die letzte Bewegung war ja dann halt eben die, wo ich dann noch meinte, so wir dippen nochmal hier runter auf hier die 666, die 34666 und dann nochmal hoch. Das war so die angedachte Bewegung, die hat er tatsächlich dann auch gemacht in zwei Etappen. Hätte von mir aus auch irgendwie am Stück machen können, da wäre er vielleicht weitergekommen, okay. Und das heißt, wir haben hier halt einfach nur sehr, sehr sauberen Aufwärtstrend, den wir halt hier gerade sehen. Ich mache die mal ein bisschen dicker, die Linien, damit man das auch erkennt, was ich hier treibe. Einen sehr, sehr sauberen Aufwärtstrend einfach insgesamt, hier mit steigenden Hochs und Tiefs. Und der war halt spätestens da ein Aufwärtstrend, wo wir halt hier über die 34.562, das ist hier dieses Gap, diese letzte Welle, danach oben, ja, wo die halt dann gebrochen war. Ich habe schon wieder ganz schön viel Hals heute Morgen dabei. Ne, weil da habe ich halt auch schon gemeint, so, okay, dass das jetzt halt eben da runterkippt, nachdem das so sauber, dieses letzte Hoch an der Stelle so sauber genommen wurde, dafür war mir die Reaktion hier nicht stark genug, als dass das jetzt irgendwie ein Fehlausbruch gewesen ist. Kam dann ja dann auch, lief dann ja auch weiter, sieht man hier einmal nochmal ganz kleiner Rücksetzer in dieses Gap. Gaps werden ja halt da auch tatsächlich immer sehr gerne gehandelt und läuft dann halt hier weiter, wie man sieht. In sauberen Wellenbewegungen, die habe ich noch gar nicht vervollständigt, die war tatsächlich nur so gedacht. Letzte Woche schon und muss ich hier kaum korrigieren, die Linie. So, und dann gestern meinte ich ja irgendwie 855, wobei halt mit dem Zusatz Montag muss man ein bisschen genauer gucken und dann weiter hoch. Gut, da ist jetzt halt nochmal in diese grüne Zone da rein, genau auf die 772. Ist natürlich auch völlig in Ordnung. Und es ist ja zumindest halt auch, es ist ja nichts passiert. Ne? Das ist immer das Entscheidende. Das heißt, hier, das Tief wurde ja nicht mal annähernd da erreicht. Und von mir aus kann das jetzt auch so weiterlaufen. Ne? Das heißt, also ich will hier eigentlich nicht nochmal so eine tiefe Korrektur halt unbedingt sehen, weil das wäre schon mal an der Zeit, dass der jetzt mal ein bisschen Tempo zulegt und sich eben nicht jetzt nochmal zu lange oben an diesen Hochs aufhält, wo er jetzt irgendwie zweimal abgeprallt ist, beinahe dreimal. Und da wäre es jetzt schon wichtig, dass der Markt da oben dann auch mal rauszieht und dann halt recht zügig ein neues ATH macht und dann die 35.000 dann auch mal ein bisschen schneller hinter sich lässt. Also hier sieht man, es ist halt immer ja ordentlich, gab es da auf die Mütze mehrfach an der Stelle. Und an dem Hoch stehen wir auch gerade. Und das ist ja auch immer grundsätzlich so der Ansatz. Das heißt, ne, also für die, die jetzt noch nie hier dabei waren, vielleicht ist der eine oder andere auch neu. Und das heißt, also der Ansatz ist der, was vorher Widerstand war, wird anschließend Support. Und deswegen bin ich da jetzt auch erstmal eigentlich recht guter Dinge, dass wir da oben einfach aufsetzen und dann halt auch weiterlaufen. Das kann jetzt natürlich dann leider so sein, dass wir jetzt erstmal festhängen da auch eine Stunde. Es ist möglich, aber es sollte zumindest ein bisschen Reaktion geben. Beziehungsweise ein bisschen gab es ja schon, das sieht man ja hier. Ne? Also ich glaube mal, das Prinzip muss ich jetzt nicht wirklich nochmal irgendwie großartig erklären. Ne? Ich habe auch hier jetzt einfach nur die Stundenschlusskurse genommen, also die 35.101. Da waren halt die meisten Schlusskurse, bevor dann halt der letzte Korrekturgang da gekommen ist. Und da setzt er jetzt gerade drauf auf. Passt auch hier ganz jetzt erstmal zum SMA 20 auf die Stunde betrachtet. Und das könnt ihr jetzt schon irgendwie mal versuchen, da halt nach oben abzuhauen. Wie gesagt, bisschen Reaktion,
Sieht man, hatten wir hier oben an der Stelle schon, hat nicht gereicht. Von daher ein bisschen fragwürdig, ob das jetzt halt hier wirklich kommt oder ob wir doch nochmal ein kleines Stück tiefer gehen. Dann wären wir nämlich hier schon wieder bei der 35.008, die auch vorher sehr, sehr oft, kann es mal hier zeigen, okay, es wird eh nicht aktualisiert, die vorher, wo ist er, 008, sehr oft sehr genau funktioniert hat. Zum Beispiel hier in dieser Abwärtsbewegung sieht man, beziehungsweise dem versuchten Aufwärts, nur einmal halt hier, da wo jetzt halt auch der Widerstand ist, drunter geschlossen, Rücklauf recht genau an die 35.08 runter. Hier genau das gleiche in grün, runter. Ja, und das wäre natürlich jetzt halt noch eine Möglichkeit, dass da die dann halt vielleicht nochmal anläuft und wir dann erst von dort nach oben ziehen. Das könnte halt jetzt schon noch leider dann passieren. Oder er scheitert hier irgendwo dazwischen. Aber ich glaube jetzt halt nicht, dass es jetzt so einfach wegbricht. Das kann es natürlich sein, das ist halt klar, dass am Ende des Tages war alles nur Quatsch. Die Gefahr besteht natürlich immer, ja. Und vom Bild her, aber ich kann ja nur von dem ausgehen, was ich habe. Und vom Bild her spricht da irgendwie nicht so wahnsinnig viel dafür, dass das jetzt hier bricht. Ne? Wir haben hier gestern ein neues ATH gemacht und das soll jetzt hier schon irgendwann irgendwo weiterlaufen. Und was man natürlich jetzt mal versuchen kann, wobei ich da heute jetzt nicht so ein Fan davon wäre, wenn man jetzt ja einfach mal die Fibos ansetzt und 61 als Beispiel nimmt, ja, für meine Begriffe ein bisschen zu tief, ja. Also das heißt, da wäre man dann halt wirklich in dem Bereich, wo liegt die 34.920? Das ist irgendwie nicht so wahnsinnig, nicht so wirklich gut. Warum? Weil ich kann das hier auch mal kurz freigeben im Live-Chart. Das, was ich jetzt hier erstmal eingezeichnet habe. Bevor ich jetzt nochmal umschalte auf den Daily. Was haben wir? 58, ein paar Minuten haben wir noch. Im Daily sieht man es nämlich, oder warte, ich gehe mal vielleicht einfach rüber auf den anderen. Moment, gucken, dass ich alles richtig habe. Eine Sekunde bitte. Nee, das sieht doch, oder? Moment, jo. Alright. Gehen wir hier kurz auf den Daily. So, hier unten sieht man nämlich, manchmal kurz groß. Ne, wir hängen an der Eröffnung einfach von gestern. Haben auch hier so ein kleines Gap. Das heißt klein, so klein ist das gar nicht. Wie gesagt, Gaps, sage ich immer, sind sein Hobby. Man sollte schon damit rechnen, dass halt eben auch die Unterseite, das habe ich gar nicht eingezeichnet, sehe ich gerade, okay, mein Fehler. Das muss ich im Live-Chart mal unbedingt ergänzen, weil da haben wir dann die 35.023. Und bis dahin halt ein Gap. Und das heißt, das kann er dann schon noch machen, ja. Muss aber schnell gehen. Das heißt, er muss schon gucken, dass er schnell wieder nach oben rauskommt. So, jetzt haben wir natürlich genau die Bewegung. Jetzt ist 9 Uhr. Und man sieht, auch hier kommt jetzt erstmal Volumen rein. So, aber das habe ich kommen sehen. Die Geschichte hier, ich würde den halt auch hier jetzt erstmal skalieren. Also hier ist ein Pivot. Das macht er ja schon mal ganz gerne. Und ist jetzt auch nicht weiter verwunderlich, weil wir haben jetzt hier, das sieht man ja die ganze Zeit hier, eine Range im M5. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu klein hier. Überall sieht man halt eine kleine Range. Und es ist eigentlich typisch, ja, dass halt so eine Range dann erstmal halt einen kleinen Fehlausbruch kriegt und dann geht es erstmal wieder zurück. Den habe ich natürlich jetzt hier so ein bisschen verpasst. Aber vom Prinzip her ist das schon in Ordnung so. Und hier unten, wie gesagt, da liegt ein Pivot, den kann er jetzt holen, muss er nicht. Kann er von mir aus aber machen. Aber wird mich jetzt nicht wahnsinnig beunruhigen. Und hat jetzt auch hier nur mal kurz ins Gap reingestochen. Und da wird man halt mal sehen, wie das Ganze sich gleich auflöst. Aber das habe ich tatsächlich übersehen und werde ich jetzt gleich mal ergänzen. Also das Gap, ich würde auch hier jetzt eher unter den Pivot gehen. Das heißt, ich baue mir halt hier, wie gesagt, eine skalierte Position zusammen in der Annahme, dass wir dann halt auch wieder nach oben rauslaufen. Geht es aber trotzdem erstmal zurück nochmal auf den anderen Schirm. Lass sie jetzt erstmal da liegen. Muss mal genau hier
So, der DAX hängt schon mal gleich unterm Tagestief von gestern, wenn ich das richtig sehe. So, das Gap, also folgendes. Das werde ich jetzt einfach mal ergänzen. Also wie gesagt, 35.008 könnte er machen, habe ich ja gerade gesagt. Ne? Das ist jetzt nicht wahnsinnig weit da unten im Dow. 50 Punkte ist jetzt. Wenn man eine Position für den ganzen Tag aufbaut, kann man die, wenn man irgendwie halt nur mit einem Teil drin ist, glaube ich mal kurz, irgendwie aushalten und muss sich da nicht unbedingt sofort rausschmeißen lassen. Also Gap sieht man hier, ne? Oder liege ich jetzt falsch? Das sah doch irgendwie gerade größer aus, das Gap. Wo ist denn das Gap? Moment, wo ist denn da ein Gap? Habe ich zu wenig Kaffee oder was ist hier los? Da war doch gerade ein Gap. Ach, okay, das, nee, doch. Also, wir haben ein Gap von 024 bis 055. Okay, 024 bis 055. Warum sehe ich das hier nicht? Bin ich im falschen Tag oder? Nelson, hilf mir. Das muss doch gestern gewesen sein. Nur, wo ist das Gap im H1? Da war ja auch eine Lunte, ne? Also das wurde trotzdem ja schon, da waren schon, wurde gestern ja schon gespielt. Ja, aber ich muss es ja trotzdem, ja, das spielt ja keine Rolle. Aber ich suche es hier nur, ich finde es einfach nur nicht. 024. Deswegen habe ich das auch übersehen, warum auch immer. Moment, 0. Hier ist kein Gap. Hä? Switch doch also, da auf Daily und dann kannst du doch deine Linie setzen. Was? Kannst ja auf Daily switchen, dann siehst du das doch besser, oder? Ja, aber ich müsste es ja hier auch sehen, aber hier ist es nicht. Hier ist kein Gap. Da ist einfach keins. Also, es müsste, ich meine, hier sowieso nicht. Wenn dann wären wir hier in dem Bereich. Aber dann müsste ja hier irgendwo einen Sprung haben. Aber ich habe keinen. Da ist keiner. Warum auch immer. Also, dann ist der Daily irgendwie. Timo sagt, sieht man im H1. Wo bin ich denn? Die kleine schwarze Kerze. Ah, die hier. Ach, der Pip. Das Pipi, ne, die reicht aber doch auch nicht. Wenn mal Schlusskurs, Öffnung, runter, das Ding da. 055, ja, stimmt, ja, okay. Ja, okay, ist mir irgendwie durch die Lappen gegangen. Also, die Nummer hier. So, das heißt, das ist mein kleines Gap. Und da stehen wir jetzt auf der Unterseite. Das ist normal, dass er das halt auch gerne dann auch entsprechend noch unten ansteuert. So, komm, dann hol mich. Gut. So, und jetzt guck halt nur, dass du auch irgendwann wieder hochkommst. So, wenn es jetzt nicht zu tief da fällt, aber ich bin jetzt erstmal hier nur mit, immer noch nur mit, ja, bei dem, die Hälfte ungefähr. Also ich hatte da schon noch Luft auf jeden Fall. So, und das heißt, passt hier auch erstmal so weit, so gut zum Pivotpunkt, den wir an der Stelle noch haben. Das sollte jetzt nur nicht übertreiben. Ne? Also unter 35 wäre es halt doof. Die 35.008 passt für meine Begriffe auch noch dazu. Da haben wir auch eine dickere Order. Wie wir sehen, ich müsste nur mal hier ein bisschen größer machen, dass man das auch mal sieht. Ne? Und da sollte man allerdings nicht dahinter sitzen, sondern wenn, dann halt davor. Weil eigentlich handeln müssen wir die nicht unbedingt. Und falls doch, muss man gucken, dass da auch möglichst schnell was nachkommt. Ansonsten schmeiße ich das Ding, die zumindest mal die letzte, auch ganz schnell wieder raus. Ja, das heißt, ich würde jetzt hier
wenn da jetzt halt, wenn die wirklich also nicht, wenn die überfahren wurde, besser gesagt, würde ich die hier erstmal rausgeben und würde mich dann halt eine Etage tiefer, ne, genauso halt auch nochmal da reinfummeln. So, jetzt sind wir schon bei 35. Jetzt wäre es dann aber auch langsam mal gut. Gehen wir hier mal auf den. Im schlimmsten Fall muss ich dann halt hier einfach raus. Das bringt ja nichts. So, für mich zählt das jetzt erstmal noch zur 35.008. Wo wir dann aber auch jetzt langsam mal was kriegen sollten. Die habe ich vielleicht vorhin ein bisschen früh aufgemacht, aber das war ja schon vor dem Webinar. Und weil das hier ist ja die eigentlich nur, die aus dem Webinar jetzt kommt. Das sieht natürlich jetzt erstmal böse aus, aber ist nicht weiter tragisch. So, hier haben wir dann halt auch den, ja, passenderweise, also da finde ich die ja immer ganz gut, die EMAs, wenn die halt in der Übertreibung liegen. Hoffen wir, dass es eine Übertreibung ist, ist klar. Und müsste jetzt wirklich schon, ne, ich meine, einmal unter das Gap ist fein, ne, aber jetzt irgendwie das Gap einfach so nach unten abschießen, wäre natürlich nicht mehr so wahnsinnig fein. Da war ich jetzt so ein bisschen langsam. Das ist nur das Brötchen schuld, ne? Ich sag's dir. Da fehlt dann halt einfach die Konzentration. Sonst hätte ich den nämlich vorhin auch irgendwie mal erstmal zumachen können und erstmal abwarten, weil der drückt ja schon ganz schön in den Süden. Also wie gesagt, ich habe hier zwei von möglichen fünf drin gerade. Und bitte nicht nachmachen. Ich verziehe hier gerade den SL ganz wunderbar. Gehe aber immer noch davon aus, dass es jetzt erstmal nur ein bisschen Übertreibung ist und nicht, dass wir da komplett runterkippen. So, das heißt aber, wenn ihr jetzt hier gar nicht mehr aufhört, dann muss ich mir natürlich was einfallen lassen. Aber ich bin für meine Begriffe, ich habe hier ein paar Hilfslinien halt auch vom M15 noch drin. Noch ist es für meine Begriffe okay, aber es ist, wie gesagt, irgendwann jetzt gleich auch mal gut, ne? Also 35.008 habe ich ja gesagt, die darf er machen. Die darf er natürlich auch ein paar Punkte nach unten überschreiten. Entscheidend ist ja nur, dass wir innerhalb der Stunde eine Reaktion da kriegen. Und das heißt nicht, dass der dann auch im Minutenchart, beziehungsweise im 2-Minuten-Chart dort dann halt unbedingt nicht drunter darf. Das ist halt Quatsch, ne? Genauso hier mit dem Pivot. Ist jetzt auch typisch eigentlich, dass wir erstmal so einen Stich da drunter kriegen und dass wir den dann auch relativ zügig dann nochmal anlaufen. Von daher beruhige ich mich das jetzt erstmal nicht wirklich. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz brauche ich jetzt schon langsam ein bisschen Bestätigung, weil ich natürlich am liebsten gerne hätte, dass wir die Stunde und halt vor allen Dingen auch den ganzen Tag dann halt nach oben auflösen und nicht nach unten, weil es halt einfach im Trend ist. Von daher, aber die Frankfurter, die haben mal wieder die Hosen voll und trauen sich nicht zu kaufen. So wie es aussieht. Ich bleibe jetzt aber kurz trotzdem hier mal in dem Bild. Bevor ich gleich wieder rübergehe aufs Große. Und ich würde, wenn wir hier keine Reaktion kriegen, den auch nochmal rausgeben, wird dann nochmal versuchen, tiefer zu skalieren. Ist jetzt tatsächlich, muss ich jetzt hier gestehen, nicht gerade so wahnsinnig vorbildlich, was ich hier mache. Weil ich halt aber auch echt so ein bisschen langsam hier eben war. Ja, 5 Minuten sieht nicht so wahnsinnig einladend aus, ne? So für Long. Also aber hier ist doch okay. Also 980 würde auch noch hierzu passen. Die gehe ich mal noch mit. Hier die Übertreibung wäre die 972. Aber dann reicht das erstmal. So, jetzt gehe ich mal noch mal kurz zurück, weil wenn der hier fliegt und mich rauswirft und dann sollte ich da vielleicht mal irgendwie sowieso erstmal einen Haken dran machen. Genau, den DAX wollte ich mal parallel gucken, was der dazu zu sagen hat. Hier kann man. Moment. Also, ja, aber das ist bei dem. Ja, ich stehe halt mit ihm auf Kriegsfuß und das hat auch einfach wirklich seinen Grund. Also, wenn ich mir das jetzt angucke, ne? Ich meine, der hat zwar jetzt hier auch, könnte man jetzt sagen, ja, da ist doch ein Tief, das ist noch gar nicht verletzt, ja, aber der hat halt hier schon wieder, der ist jetzt gerade hier in den Shorttrend übergegangen, eigentlich, ja, wenn man mal davon ausgeht, dass er sauber läuft, was er aber halt nicht tut. Und das heißt, hier wurde einfach mal das letzte Tief rausgenommen, ist hängen wieder drunter und es wäre überhaupt nicht weiter verwunderlich,
Wenn der dann halt gleich wieder dahin zurückläuft, hier sind dann halt wieder irgendwie diverse, was auch immer, gefischt worden auf der Unterseite und zum Schluss war halt wieder nichts. Ne? Und jetzt könnte man sagen, ja gut, es ist doch ganz normal. Naja, ich weiß nicht, ich finde es halt nicht, ne? Dass es normal ist. Und vor allen Dingen dieses Jahr, das Thema hatten wir ja schon, ist es halt echt irgendwie ganz speziell. Ne? Und deswegen bin ich da momentan, halte ich mich von dem auch weitgehend fern. Aber wenn ich das halt schon sehe, jetzt halt hier wieder, ne, das ist halt wirklich, keine Ahnung. Also normalerweise wäre das, was der hier macht, wirklich, also würde er sauber laufen, ich glaube ihm aber halt nicht, dass er es tut, wäre das hier ein ganz sauberer Short-Trigger. Das heißt, eigentlich müsste man hier sagen, oh, alles klar, Trend kaputt, Long-Trend, ne, hier kein neues Hoch, dann halt hier korrigiert, da oben nichts Neues erreicht, letztes Tief rausgenommen, jetzt gibt es Angriff auf das nächste Tief. Und das heißt, das wäre dann jetzt hier im DAX ganz normal die 400. 70 beziehungsweise 68, ne, so dieses Tief, das wäre jetzt eigentlich die nächste Anlaufstelle. Aber wie gesagt, ich glaube da noch nicht dran. Und mich würde nicht verwundern, wie gesagt, wenn wir jetzt hier ein bisschen rumzappeln, da noch meinetwegen noch einen Stich machen und dann halt da doch wieder in Grün da oben rausziehen und dann hier nur so ein unnötiges Ding bleibt. Ich weiß es nicht. Es gibt ja auch Tage, an denen läuft er sauber, aber in der Regel kann man sich einfach nicht drauf verlassen. Das ist halt das, was es so ein bisschen schwierig macht. Ich habe vorhin schon gedacht, oh, jetzt klebt er schon wieder hier an dem letzten Tief. Bin mal gespannt, was das halt wieder wird. So, jetzt mal gucken. Der hier sollte jetzt auch mal fertig haben, weil ich will den echt nicht unbedingt da unten noch sehen, weil es könnte nämlich sein, dass es dann halt wirklich auch anstrengend wird. So. Oh, das heißt, hier kann er jetzt noch einen nachliefern und dann tiefer definitiv nicht mehr. Entweder skaliere ich das dann halt da aus oder drücke halt komplett auf den Knopf, weil die ist schon ein bisschen lang jetzt langsam. Ne? Wir haben hier 100 Punkte, ist das Ding gerade irgendwie hier in den Keller gerauscht. Ja, das ist halt so, dann eher so ein bisschen die Schwierigkeit, wenn man den DAX. Also beziehungsweise wenn man den Dow morgens handelt, dass der dann halt eher schon mal umgekehrt gesteuert ist von den bekloppten Frankfurtern. Bisschen fremdgesteuert. Und das heißt, wenn die in Frankfurt mal wieder kalte Füße kriegen und dann reagiert der Dow meistens erstmal mit nach unten. Auch wenn er dann halt vielleicht nicht unbedingt was kaputt macht, ja, aber die Reaktion ist dann halt so ein bisschen in die falsche Richtung. Aber hier Range echt nach unten verlassen ist schon relativ deutlich, ne? Kann man jetzt auch nicht viel drum herum reden. So, das wäre jetzt halt wie gesagt die letzte, wenn der nicht geht und dann schmeiße ich erstmal raus. Ein bisschen Stich darf er, aber da muss jetzt wirklich was kommen, sonst bringt das nichts. Ich muss den jetzt natürlich auch nicht irgendwie durchhalten. Das heißt, ich kann auch genauso gut jetzt hier Teilpositionen raus auflösen. Jetzt haben wir halt hier nur der Impuls, ne, ist im M15 halt auch klar erstmal nach unten gerichtet. Das ist das, was hier auch gerade wahrscheinlich so ein bisschen nachdrückt. Kann eine Verirrung sein, muss es nicht. Aber was ich hier mache, ist klar gegen den kleinen Trend. Ne? Deswegen sage ich, es ist nicht so wahnsinnig rühmlich, aber ich wollte halt eigentlich versuchen, mich in den großen Trend hier einzukaufen. Und der ist halt einfach ein bisschen zu tief hier unterwegs. Ne? Und wenn er wirklich jetzt diese 61 macht, dann landen wir bei 930. Das wäre natürlich echt ein bisschen hart. Ne? Also. Aber es sieht danach aus. Gut, ich bin erstmal raus hier. Das bringt nichts. Das drückt viel zu viel nach unten gerade noch. Aber für mich, aber das Problem, was wir jetzt halt hier einfach haben, ist, dass wir jetzt unter diesem Gap hängen. Ne? Also das heißt, das war jetzt gerade irgendwie echt nicht geil. Mein lieber Herr Hilger. Das war nicht geil. Auch wenn es kleine Position war. Der Spaß gerade dann doch
irgendwie 200 € gekostet. Gut, stirbt jetzt keiner von, aber. Also, ich werde mir jetzt erst nochmal einen Überblick verschaffen. So, der hier hängt an der nächsten. So, da schreibt gerade einer, warte mal, was, wo? Was? Nur die Ruhe beleidige meinen DAX nicht. Der hat es immer verdient, lieber Ingolf. Auf 4,55, um long zu gehen. Also jetzt mal ganz ehrlich, ne? Also bei manchen, also es kann ja immer so jeder irgendwie machen, was er will. Das ist ja alles gut und schön, ne? Aber den greife ich jetzt wirklich gerade mal auf. Also ich sage jetzt auch hier keinen Namen oder so. Aber 4,55 long. Warum? Verstehe ich nicht. Na, guck mal, wir haben bei 4,55, ich greife das mal kurz auf, auch wenn ich, egal, mache ich jetzt mal. Also 4,55 wäre hier unten. Das heißt, wir hätten nicht nur das erste korrektive Low unterschritten, wir hätten auch noch das zweite unterschritten. Dann long gehen. Verstehe ich nicht. Also, weil das ist halt, weil da wäre es so deutlich eigentlich, dass der Trend kaputt ist, dass man da irgendwie nicht long gehen sollte, sondern da sollte man eigentlich, finde ich, Kaffee trinken gehen. Ja, weil das natürlich nicht heißt, dass er direkt da unten durchfällt, aber das ist halt, das wäre doch eher ein Indiz dafür, wenn das letzte Ding hier bricht, ja, dass wir halt direkt auf die 428 sowieso, dort haben wir nochmal irgendwie so einen kleinen Peak und von dort geht die Reise runter auf 15.307, ne, weil die sind ja durch. Also selbst wenn wir hier eine Reaktion kriegen, werden wir wahrscheinlich, ja, weil dann halt hier wieder so ein Low unterschritten ist, ist alles gut und schön. Aber der Trend ist dann, also auch wenn es der DAX ist und man sich auf den nicht so wahnsinnig verlassen kann, aber der Trend ist dann so klar auf Short getrillt, ne, weil wir dann halt hier, also wie gesagt, ne, ich will jetzt hier nicht irgendwie jemandem vorschreiben, was er zu tun hat, aber guck doch mal bitte. Ne, das haben wir dann. So, das heißt also nicht nur das, sondern eben hier. Und wir haben dann ganz klar das Tief kaputt, da ist kein, das ist halt einfach nicht mehr long, ne? Also guck dir das wirklich bitte mal an. Und ja, sorry, also ist mir jetzt hier wirklich gerade ins Auge gestochen und deswegen habe ich es jetzt mal aufgegriffen. So, und da würde ich dann aber eher gucken, wenn der halt, das wäre für mich dann eher noch ein Indikator, mir den Dauer anzugucken, weil wenn der DAX da unten drunter rutscht, als Beispiel, ja, dann kriegt hier ein bisschen Reaktion, klar, weil wir haben hier ein Cluster, wir werden da schon eine Reaktion kriegen. Die Frage ist aber halt, wohin? Ich würde an der Stelle dann eher gucken, wo steht denn der Dauer dann, ganz echt. Und weil das wäre dann halt eher, zumal die ja meistens halbwegs synchron getaktet sind, dass wir an der Stelle dann halt vielleicht den Dow an einem Punkt haben, wo der wesentlich mehr Sinn macht als der DAX. Und der DAX wird dann halt irgendwie mitzucken, wird ein bisschen stärker reagieren, was auch immer. Aber dann wahrscheinlich eher aufgrund dessen, weil es halt von der Korrelation dann halt irgendwie gerade aufgeht. Ja, bohrt ja gerade hier runter. Also. Jetzt wollte ich hier gerade mein Brot beißen. Hab's mir gerade zu verkniffen. Die Hand ging gerade irgendwie intuitiv darüber. So, also, ne, man sieht, es drückt jetzt erstmal weiter. Es kann natürlich sein, dass er jetzt wirklich hier diese 61 da halt macht. Ich weiß nicht, ob ich die gut finden soll, ehrlich gesagt. Wir haben natürlich dann halt hier, klar, also wenn man das mal halt irgendwie im Kleinen aufdröselt, so die letzte Welle nach unten, das ist schon so, ne? Also ich hoffe, man kann das hier erkennen. Ich versuche es gleich mal irgendwie im kleineren Timeframe.
Das heißt, wir haben ja hier eine kleine Aufwärtsbewegung. Na, sieht man das noch oder ist es zu viel Gemale hier? Den kann man eigentlich wegmachen. Ne? Also hier in diesem Abwärts haben wir hier diese letzte kleine Aufwärtsbewegung. So, und dann ging es da durch. Das heißt, hier wurde in im kleineren Timeframe, nicht im H1, aber im M15 oder M5 dann wahrscheinlich besser erkennbar. Das heißt, hier wurde ein korrektives Hoch durchbrochen. Und das liegt dann jetzt auch genau an dieser 61,8er Korrektur. So, mal gleich mal gucken, ob wir dann noch irgendwas finden, was dort liegt. Ja, gleich mal gucken, was dann noch dort liegt. Und dann könnte man schon mal halt irgendwie zumindest mal ins Auge fassen. Und das heißt, die 920 wäre das. Ich lasse die jetzt mal ganz kurz im Live-Chart drin, mal in einer anderen Farbe. Ja, wie ich das kommen sehe, ja, ist diese 920, die kommt gleich zusammen mit dem DAX, wenn er unten das letzte Tief kaputt macht. Das zeichnet sich schon fast ab. So, und dann hätten wir genau das, nämlich, dass der Dow hier einfach nur eine Korrektur von dem Aufwärtstrend, so hoffe ich doch, abschließt und der DAX seine Reaktion da unten bei der angedachten Marke dann halt macht. Also, schauen wir mal. Bin gespannt. Ich mache mal den DAX hier mal parallel noch auf und guck mal, was der treibt, um dem jetzt nicht ganz aus dem Auge zu verlieren. Ich hätte hier einen Monitor zu wenig habe. Kam das Geräusch da gerade her? Ist da gerade was aufgepoppt? Nee, ne? Nein. Okay. So, also 920 ist natürlich. Ja, hier sind jetzt natürlich. Ich muss mal ein Timeframe runter, das bringt so nichts. So, das heißt mal kurz gucken. Das heißt, hier haben wir auf jeden Fall noch so ein paar korrektive Lows. So, sieht man ja hier, ne? Da irgendwie ein paar Mal aufgesetzt, plapp hoch. Da haben wir jetzt Reaktion. Das ist soweit okay. Ob das jetzt reicht, steht auf dem anderen Blatt. Hier unten wäre das nächste Markante. Da nochmal so ein Zwischending. 908 und das heißt, die 920 würde hier tatsächlich auch mit reinspielen. Also was ich nicht gerne mache, ist halt wirklich irgendwie so auf Fibus fixieren. Das ist immer ganz nett, wenn irgendwie so ein paar Sachen zusammenpassen. Hier könnte es tatsächlich passen, ne? Wenn das halt hier, also zumindest haben wir hier was, bevor, weil das der nächste Punkt liegt deutlich tiefer. So, und was ich halt gerade versuche, ist so ein paar Argumente mehr zu finden, als jetzt irgendwie nur so eine Fibo. So, deswegen habe ich das hier gerade mal eingezeichnet. Im 15 müsste man es ja natürlich auch sehen. Dort haben wir dann vor allen Dingen halt hier diese Aufwärtskiste. Sieht man die hier? Naja, sieht man nicht. Na, ja, halt hier nur dieser Stich da nach unten. Ne? So dieses V, was da halt nach unten abstürzt. Sieht man hier. Und dann halt hier, genau. Da halt auch nochmal ein Low. Schlusskurs. Also jetzt halt eher so Pi mal Daumen. So, und da müssen wir dann halt gleich mal gucken. So, hier habe ich es ja drin vom Live-Chart, die 920. So, dann können wir doch mal sehen, ob wir das hinkriegen. So, der Dow macht sich nämlich, der DAX macht sich hier parallel auch gerade auf, das letzte Low da unten abzuschießen.
bin ich mal gespannt. So, das heißt hier auch zur Markierung will ich mir auch mal die 920 legen. Und da werden wir mal gucken, was da passiert. Würde natürlich jetzt auch zeitlich passen zur halben Stunde. Da oben ist das natürlich eine falsche Farbe, das muss ich noch machen. Ja, es soll so ein bisschen hier Baustelle, ne? Moment, noch mal kurz rüber. So, das heißt, das hier darf natürlich nicht grün sein. Das ist gelb. Also Gips zeichne ich ja immer in gelb ein. Oder Bisque oder wie auch immer das hier heißt. So, 20, jetzt nicht verschlafen, sondern wir kommen ja gerade dahin. Ist jetzt nicht viel, eine kleine Order da unten. 27, die 5-Minuten-Kerze macht sich gerade ganz schön lang. So, haben wir da noch irgendwas? Na, die. Ja, das war schon relativ deutlich, ne? Zumindest mal halt hier die erste Reaktion. Also, das heißt, lass mal gucken. Also, ich würde mir jetzt hier dann schon mal 28, das heißt, der Impuls jetzt von der M15, der könnte schon noch. Bleibt mal weg da. So, erstmal klein. Also, das wäre jetzt halt hier ein Fünftel. Also, mehr nicht. So, 908, genau, das war dieses letzte Tief. Und dann jetzt mal gucken. Also die erste Reaktion war ja jetzt hier doch recht deutlich, ne? Wir haben jetzt hier auch kein neues Tief. Von daher erstmal, ne? Klar. Steckt hier oben drin. Also das passt erstmal zusammen. Was mir natürlich nicht gefällt, ist der Pivot da unten. Der könnte jetzt nochmal irgendwie magnetisch werden. Und eigentlich auch nicht der gesamte Impuls, aber es ist im H1 zumindest nichts passiert, ne? Also gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viel Grund zur Sorge, sondern eher vielleicht, das wird man dann rausfinden, eine Chance, tief reinzukommen. Ja, Timo schreibt hier gerade noch SMA 20, H4. H4 ist natürlich immer, ne, keiner weiß so genau, was der H4 ist. Beziehungsweise was man da irgendwie vernünftig addieren könnte. Ich habe ja vier Möglichkeiten, H4 zu bilden. Das ist so das, was mich immer davon abhält, den überhaupt großartig zu betrachten. Also wenn wir eine saubere Aufwärtsbewegung hier kriegen sollten, eine saubere Reaktion zumindest mal, brauchen wir eigentlich ein kleines neues Tief. Weil dann hat er zumindest die Chance, hier ein sauberes Engulfing auf der anderen Seite, ja, auf der Unterseite zu bauen. Von daher wäre mir das eigentlich fast lieber. Wir kriegen jetzt einmal einen Stich darunter und rennen dann nach oben. So, was sagt der DAX? Ja, der klebt da unten an seinen, ja, genau. Die 455, ne? Die haben wir jetzt genau. Ich sehe es hier gerade parallel im DAX. Die kommt jetzt. Dann bin ich mal gespannt, ob das nicht genauso eine Nummer wird, dass der jetzt dann halt einfach, weil der hat, wie gesagt, jetzt tatsächlich den H1 rein fachlich auf Short gedreht in diesem Moment, der DAX. Und der DAU, jetzt haben wir genau das Szenario, was ich vorhin beschrieben habe. Jetzt bin ich wirklich mal gespannt. Der DAU ist hier an einem schönen Korrekturpunkt für den Long-Trend. So, und wenn das jetzt beides zusammenkommt in der Korrelation, dann wird der DAX jetzt nach oben reagieren, weil die Shorties erstmal fertig sind, der Downtrend erstmal getriggert ist
und die erstmal nichts mehr machen. So. Und wenn jetzt halt der Fokus rübergeht auf die Amis, dann wird das der Grund sein, warum der DAX da unten reagiert. Aber der wird nicht, wenn das jetzt muss. Ja, ach, Jürgen schreibt hier gerade, was war denn in den News? War die Frage, ob ich sie nicht gelesen habe. Bringt mir jetzt nicht so viel. Lutz. Also, wenn das 61er durchbrochen, noch einiges tiefer. Ja, ja, ne, aber also erstmal haben wir jetzt halt hier so ein bisschen Reaktion. Und jetzt werden wir mal sehen, wie weit wir halt jeder hoch kriegen. Also hier ist ja zumindest mal erkennbar, dass die Idee nicht so komplett daneben ist, ne? Das heißt, wir haben hier ein paar Jungs und Mädels, die hier anfangen zu kaufen. Und man konnte es ja auch relativ gut darstellen. Da versuche ich jetzt erstmal hier was rauszuschneiden. So. Und ob das dann nachher tatsächlich dann halt noch weiter nach unten drückt, das wird man dann mal sehen. Wir haben jetzt halt hier auch, es ist ja gerade mal die erste halbe Stunde um. Ja, ich habe halt hier einfach, ich habe vorhin zu früh bevor das Webinar losging, habe ich schon die erste Position aufgemacht und dann halt irgendwie musste ich halt hier zweimal zur Tür wegen dem blöden Brötchenkram und dann, ja. Aber gut. So, das heißt, das hier sieht erstmal für meine Begriffe jetzt nicht so wahnsinnig falsch aus. So, was wir natürlich bräuchten, deswegen habe ich auch gesagt, ich hätte eigentlich gern ein neues Tief an der Stelle. Wird auch hier direkt eigentlich nochmal mit, ja, vielleicht lieber da drüber, natürlich nicht zu schnell, aber erstmal kann man es liegen lassen. Ich habe ja gesagt, ich hätte eigentlich gern ein neues Tief. Das könnte nämlich dann wirklich besser werden, weil wir dann nämlich die Chance haben, Engulfing zu machen. Das heißt, wenn wir jetzt hier im 15-Minuten-Takt unterwegs sind, könnte er nämlich damit halt wesentlich sauberer versuchen, die letzte 15 Minuten mit Kerze da halt abzuschießen. Das heißt, damit wäre dann halt jetzt, wenn der Impuls jetzt so weitergeht, wäre entsprechend der Angriffspunkt da oben drüber. Und da wäre halt dann auch der EMA an der Stelle. Nur das heißt, hoch bis auf die 980, 990. Das kann er jetzt ruhig versuchen. Also, das wäre zumindest jetzt mal relativ plausibel, vorausgesetzt jetzt hier, es geht nicht im 5-Minuten-Takt weiter runter wie die ganze Zeit, dann sollten wir relativ schnell da oben stehen. So, wenn er sich da oben halten kann und dann haben wir natürlich dann möglicherweise auch den tiefsten Punkt erwischt und dann halt hat das Ding auch gute Chancen, vernünftig halt auch zu punkten, ne? So, aber das sieht eher erstmal nicht so schlecht aus, was er da macht. Also ich würde da jetzt auch nicht zu lange warten, die Position auszubauen. Sieht man ja, wäre schon hier irgendwie drei Stück drin. Wird dann halt schon gucken, aber das da oben 480, 990, den Dreh, das wäre dann auch nochmal die VA da oben. Warum nicht, ne? Also wir hängen ja momentan unter der Value Area. Und jetzt mal gucken, wie diese Stundenkerze hier enden will. So, im DAX, genau. Also schreibt hier gerade der Jürgen. Und ich gehe mal rüber. Nochmal. So, also so viel ist jetzt hier noch nicht passiert. Ne? Man sieht halt nur, okay, einige steigen, also steigen da unten aus Short oder steigen eine Long. Sehe ich jetzt hier nicht. Aber zumindest mal wird es jetzt hier nicht ganz so einfach, wie es die ganze Zeit war. Und wie gesagt, wir sind im H1 im Long-Trend. Von daher finde ich halt auch völlig legitim, mich da jetzt erstmal einzukaufen und drauf zu bauen, dass wir den H1 fortsetzen und jetzt nicht hier den M5. So, ich gehe jetzt mal rüber hier will ich auch direkt mal gleich einen noch draufsetzen. Ich muss nur wahrscheinlich gleich irgendwie schnell sein. Also, gucken wir nochmal hier, ne? So, das heißt, wie man hier sieht,
Das Low ist kaputt. Ne? So, entsprechend, plam, haben wir hier dann auch einen Stich nach unten. Und wie gesagt, das könnte jetzt dazu führen, ich habe wirklich mal gespannt, das könnte eben dazu führen, ne, dass jetzt hier erstmal einige aussteigen, weil das letzte Low ist kaputt. Wir haben zwei Stück am zwei Lows an einem hier rausgenommen. So, jetzt hier weiter durchdrücken, aber der Longtrend ist hinüber, also mal rein von der fachlichen Seite. Und nochmal, das, was ich ja eben meinte, ist, gut, kann gut sein, dass wir hier Reaktionen kriegen, aber nicht, weil das ein schöner Long Entry ist, sondern weil der Dow nämlich dann an einem korrektiven Punkt ist, der sehr gut zum Aufwärtstrend passt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob dem so sein wird. Das würde mich halt zumindest nicht wundern. Und deswegen sollte der Dow jetzt eigentlich auch ein Stück weit, sofern sich hier noch ein paar finden, mehr korrigieren als der DAX. Weil wenn die nämlich jetzt hier fertig haben, ja, und das jetzt hier irgendwie nur so eine Spiegelung halt vom Volumen auf den Dow war und hier nichts mehr kommt, dann sollte aber zumindest hier beim Dow jetzt gleich mal irgendwas einsetzen, was halt die Originalrichtung noch ein bisschen besser aufnimmt. Ganz übel wäre natürlich, sieht man ja hier auch, eine 76,4 liegt an der 855, ne? Also an dieser Oberseite von dem Dings hier, von der Supportzone. So, ja, siehst du, der drückt sich hier drunter. Das ist, naja, vielleicht habe ich es ja wenigstens geschafft, da halt für etwas Unbehagen zu besorgen mit Sorgen mit meiner Erklärung da eben, was den Long angeht. So, bei mir kommt hier aber auch nichts mehr im Dow, ne? Gab's Nelson, also der Lutz hat ja vorhin irgendwie hier sich etwas kryptisch ausgedrückt mit News. Gab es irgendwas, was ich hier wissen müsste, was ich irgendwie verpasst habe? Ich weiß jetzt nicht, was der Lutz jetzt explizit meint. Vielleicht grundsätzlich die aktuelle Lage in China bezüglich die Unternehmen, die da, mir fällt das deutsche Wort nicht ein, Education, Bildung. Bildung, Nachhilfe, und das hat ja den ganzen asiatischen Markt so ein bisschen nach unten gebracht und heute ist es ja ein guter Abverkauf. Ach so, ja, gut. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob das der Lutz meint. Ja, ob das dann hier wirklich mit reinspielt, ne, weiß ich nicht. Also, keine Ahnung. Da müssten wir den Hang Seng hier handeln oder so. So, also, wie sieht es denn jetzt aus hier mit Reaktionen? Kommt da noch ein bisschen was oder 39? Also 9.39 Uhr, wenn ich immer so Zahlen vor mich hinstammele, hat es ja oft was mit der Uhrzeit zu tun. Oh, kriege ich hier ein Gap? Auch nicht schlecht. Außer er macht es direkt wieder zu, wollte ich gerade sagen. Dann wäre es natürlich nicht so gut. Aber okay. Ja, drückt es weiter. Also, erstmal, Moment, hier nochmal gucken. Gucken wir da ein bisschen was kriegen. Also das eigentliche Low liegt ja halt hier bei der 908. Ja, so die letzte Chance, besser gesagt, die liegt bei der 908. Muss ich mal gucken. Das waren vorhin 40 Punkte. Hätte ich ja irgendwie besser mal mitgenommen. 914, 910. Ja, ne? Und da liegt halt auch passend dazu auch eine relativ große Order. Ne? Hier zur 908 bei dem letzten korrektiven Low. Mal gucken. Ob die Stunde hier wirklich so beenden würde, das wäre ein bisschen heftig. Das wäre doch ein bisschen arg. Das muss doch jetzt nicht sein. Sagt eine Heiko. Ist der Heiko auch da? Schlägt bestimmt die Hände beim Kopf zusammen. Denkt, oh, machst du.
Noch nicht gesichtet bis jetzt. Hm? Noch nicht gesichtet bis jetzt, sage ich. Ganz kurz. So, Doch, der ist da. da ist er. Ja, Kaffee trinken. Weil der Heiko ist natürlich ja immer als Galper unterwegs und der wäre hier im Leben nicht auf die Idee gekommen, long zu gehen. Und aber ich hatte ja was anderes vor heute. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal. Also manche Kommentare hier heute, meine Güte. Sage ich das besser mal nichts. Also hier letzte Bastion, ne? Hatte ich ja gezeigt. Hier bei der 908. Ja, hier wegen diesem Tief. Ja, das ist der letzte Peak da unten. Und da sind wir mal gespannt. Also, wobei der M5 jetzt natürlich nicht ausschlaggebend ist, ist klar. Ne? Zeigt aber es halt hier nur, okay, ab da ging es ja dann halt ein bisschen steiler nach oben. Das heißt, wo Käufer waren, werden Käufer sein. Das ist ja halt einfach nur der Ansatz. Und ich bin halt hier immer noch im H1 unterwegs und nicht im M5. Und versucht das ja hier nur zu kombinieren. Ne? So, und dass wir jetzt aber den H1 da in Grün auflösen, da habe ich so ein bisschen meine Zweifel dran. Also jetzt zumindest mal, was diese Stunde angeht. Ne? Im Laufe des Tages bin ich mir da relativ sicher. Und auch wenn das jetzt hier eigentlich tiefer ist, als ich es eigentlich haben wollte, aber wenn er unbedingt will, dann soll er es halt machen. Ne? Dann soll er halt dann irgendwie meinetwegen auch nachher noch eins dran setzen und dann halt eben zum Nachmittag halt nach oben rausziehen. Für mich ist Long erst dann durch, wenn wir unter dem Tagestief von gestern stehen. Das heißt also, wenn wir unter der grünen Zone, unter 772, dort wird es dann halt kritisch. Bis dahin betrachte ich das alles erstmal als Gepokere, das Übliche halt. Ne? So, von daher. Ist halt relativ wurscht. So, aber ich hätte jetzt gerne mal bitte ein bisschen irgendwas hier nach oben. Also mit dem Elben Geilfing war halt nichts. Stattdessen klappert er hier wirklich die Hilfslinien gerade punktgenau ab, die ich da vorhin eingezeichnet habe. So ein bisschen mehr hätte er jetzt schon auch kommen können. Ne? Mal gucken, vielleicht kriegen wir jetzt dann irgendwie zumindest mal auf den Stundenschluss hin. Ein bisschen was nach oben oder wenn es ganz blöd läuft, dann fällt er halt runter auf die 855. Dann müssen wir das Webinar leider um 2 Stunden verlängern, damit ich nicht hier mit zwei Losern hier rausgehe. Weil irgendwo wird die Reaktion ja kommen. Ne? Also mir wäre es natürlich am liebsten, wir hätten jetzt hier noch ein bisschen mehr Alarm nach oben. Zum Ende der Stunde hin fände ich natürlich am allerbesten, aber ich kann es natürlich auch nicht erzwingen. Wenn dem nicht so ist, dann muss ich dann halt. Ah, gut, war jetzt ein bisschen schnell, aber okay. Setzen wir den erstmal drunter, falls er doch keine Lust hat. Na, das war jetzt halt genau diese, die 908. So, mal gucken, ob da jetzt mal irgendwann irgendwas kommt. Wollen wir jetzt hier den Stundenimpuls tatsächlich so fortsetzen? In dieser Form, ohne da irgendwas dagegen zu setzen. So, und ihr so? Also die Punkte stimmen ja schon. Ne? So, wenn man jetzt als Beispiel nur scalpen will, dann kann man das ja auch. Ne? Das heißt, hätte man vorhin hier irgendwie schon locker
20, 25, 30 Punkte mitnehmen können, jetzt nochmal hier 10, 15, kann man ja auch machen. Das ist eigentlich, finde ich halt sowieso immer, wenn man irgendwie gegen so einen Impuls hält und es gibt da schon sicher, relativ sichere Punkte, die man da ausloten kann. Ne? Ich nehme den hier mal nochmal raus, die letzte Position da. Es gibt schon immer relativ sichere Punkte, die man ausloten kann und nimmt dann halt einfach die Gegenbewegung immer 10, 15, 20 Punkte mit. Also kann man ja halt auch machen. So, na, ich habe ja halt hier die Skalierung. Ich hatte gerade irgendwie 4 Positionen drin, jetzt sind es nochmal 3. Ich habe hier die Gegenbewegung erstmal noch mitgenommen. Auch mal gucken, wie das jetzt weitergehen soll. So. So, gehen wir nochmal rüber auf den. Also hier würde ich dann aber schon da oben drüber nochmal der nicht unbedingt. Nochmal rein und den aber auch relativ schnell wieder rausnehmen. Ich gehe mal nochmal rüber aufs andere Bild, wollte ich gerade sagen. No. Ja, DAX ist natürlich. Wie Punkte waren es denn hier? 130, ja gut, geht noch. So, und hier hatten wir auch nicht, ja, sogar weniger, ne? Nur 80, Quatsch, kann ich rechnen, 140. Also relativ gleich vom, von der Anzahl der Punkte, von der Volatilität in Punkte gemessen. Die zwei Kollegen, ja. So, wobei bei dem, ja. Keine Ahnung. Ich hätte vorhin auch gedacht, ne, also dass wir bei der 516 da oben vielleicht mal ein bisschen Reaktion kriegen, dann wieder hinlaufen. Nö, wird dann halt eben am Stück erledigt. Das heißt aber dann wahrscheinlich auch, dass wir gleich nochmal, oder was heißt gleich, innerhalb der nächsten 2, 3 Stunden dann nochmal darunter. 422, ja. Dass wir nochmal da oben hinlaufen und dann halt versuchen wird, die Kassaeröffnung auch nochmal zu erreichen. Viel Gewackel hin und her. Dann wäre der DAU allerdings wieder sauber hier oben drüber. Und beim DAU würde ich jetzt mal, wie gesagt, wir können ein bisschen überziehen. Ups, Moment, da hat es geklingelt im Hintergrund. Wir können ein bisschen überziehen. Wenn ihr mögt, dass wir uns das noch ein bisschen angucken. Also ich bin jetzt hier über diesem Hoch von dieser Kerze da nochmal rein und baue jetzt mal drauf, dass wir jetzt mal einen Schuss kriegen nach oben, zumindest mal einen kleinen. Will er aber nicht. Nichtsdestotrotz stehen wir da jetzt erstmal drüber. Beziehungsweise standen erstmal drüber. Aber es kann halt einfach wirklich sein, ne, dass die Stunde jetzt hier irgendwo dann halt aufhört und dann wir dann entsprechend erst um 11 Uhr da ein bisschen mehr Alarm auf der anderen, um nach 10 Uhr Richtung 11 Uhr ein bisschen mehr Alarm auf der anderen Seite kriegen. Ne? Das kann natürlich auch sein. Ach komm schon. Hier wird ja jeder. Also das ist immer so, ne, wo ich halt auch letztens meinte, müssen wir mal gucken, was wir da halt irgendwie morgens um 9 Uhr machen. Das ist sowas, das geht mir manchmal so ein bisschen auf den Keks, ja. Also das halt einfach, was soll ich das sagen, also gefühlt der Einfluss dann halt eben von dem Rumgedruckse im DAX sich da halt hier nicht gerade positiv dann auswirkt. Ne. Wird der jetzt alleine laufen? Würden wir solche Bewegungen jetzt nicht ganz so sehen, behaupte ich mal. Ne? Also da wäre dann halt schon irgendwie
relativ deutlich bisschen zügiger halt die ganze Geschichte unterwegs. Aber da scheint irgendwie im DAX halt, der Heiko hat es ja auch gerade geschrieben, irgendwie so eine Verkaufsorder da halt irgendwie bis 10 Uhr durchzudrücken und da hat der Dow jetzt irgendwie scheinbar gerade mit dran zu knabbern, ich weiß es nicht. Aber schauen wir mal, 51. Das drückt halt hier irgendwie gerade auch im 2-Minuten-Takt teilweise. Aber ich glaube eben nicht, dass das halt hier großartig irgendwie, wie soll ich das sagen? Also im DAX ist ja auch, wie der Heiko ja auch immer sagt, ne, hat man wirklich oft, dass dann halt irgendwie in der ersten Stunde, und der Heiko ist da ziemlich gut drin, das zu erkennen, dann halt wirklich so eine Rhythmik erkennbar ist, wo alle 5 Minuten als Beispiel irgendwie eine Order in eine Richtung kommt, ja. Und das hört dann auch nicht auf, bis die Stunde um ist. Und das heißt, es geht so einer gewissen Rhythmik. Und hat man natürlich im DAU ja sonst auch ganz genauso. Und ich glaube aber eben nicht, dass wir dieses Programm jetzt halt hier im tatsächlich in dieser Form im DAU auch gerade haben. Also das sieht für mich irgendwie eher so aus, als wäre der gerade so ein bisschen ferngesteuert hier. Und bis die Daxianer da halt durch sind. So sehe ich das. Aber das ist natürlich, kann natürlich auch falsch sein, keine Frage. Und wie gesagt, ich glaube auch jetzt nicht so wirklich, dass wir jetzt halt hier noch so eine wahnsinnige Gegenbewegung kriegen, noch irgendwie in den letzten 7 Minuten. Wäre natürlich schön, ja. Aber das sieht wirklich aus, so als würde es halt irgendwie sich noch ein bisschen zeitlich nach hinten verlagern. Und der Daily sieht wirklich blöd aus, ne? Also der ist natürlich, also man sieht es ja hier unten, ja, mein Kopf hängt nicht davor. Man sieht es ja hier unten. Also hängt schon sehr, sehr tief da drunter jetzt unter der Eröffnung, hätte ich jetzt nicht wirklich gebraucht. Ne? Also das heißt, das kann natürlich dann halt hier einfach auch dann ins Seitwärts übergehen, sodass wir dann halt uns eben halt nochmal 3 Wochen mit der 35.000 befassen. Das wäre schon durchaus denkbar. So, passiert hier noch irgendwas? Ich sehe nur gerade den DAX nebenbei, aber ich habe den jetzt hier nicht auf, weil ich ja hier die Position bzw. den Trade hier im DAU habe. Ich gucke mal nur gerade eben nebenbei an, ob wir da halt noch so gewisse Impulse da halt am Laufen haben oder ob die durch sind. Das sieht aber erstmal so ein bisschen nach, wir sind gleich durch oder wir sind durchaus. So, also ein bisschen was passiert hier ja. Na, hier der M5 steht sauber auf der 08. Das ist erstmal gut. Womit der H1 natürlich jetzt noch sauber über den 921 jetzt auch noch klebt. So, wenn wir jetzt noch so ein bisschen was kriegen, dann wäre ich da eigentlich schon recht happy damit. Und wenn wir einmal den 15 Minuten das komische, hässliche Ding da eliminiert kriegen und dann würde ich die Position auch drin lassen. Guten Gewissens, egal wie der H1 aussieht, aber einen Teil vielleicht dann wegmachen, aber den Rest absolut drin lassen. Aber man sieht jetzt, die Bewegung ist ja da, also ist ja nicht irgendwie falsch gedacht. So, ich glaube, hier brennt jetzt irgendwie. Ja, was wir. Wir müssen natürlich jetzt hier wirklich das Hoch rausnehmen. Ne? So, da oben an die VA.
Die 980, die kennen wir ja schon, die wäre über der VA. 980 kommt aus dem Live-Chart, ist halt eben auch sehr, sehr oft gehandelt worden. Von daher würde ich dann da oben auch nochmal was rausgeben, falls wir da oben hinspringen sollten. So. Sieht erstmal gut aus. Das sieht doch erstmal gut aus. Jetzt ein schöner Wusch nach oben. Und dann wäre natürlich alles fein. So, wir sind erstmal drüber hier im M15. Erstmal, ne? Das heißt, da muss jetzt natürlich schon was nachkommen. Und Wunschszenario wäre natürlich genau wie eben auch schon beschrieben. Einmal hier drüber über die 980. Und da läge wirklich der EMA hier tatsächlich hervorragend bei der 990 sogar. Ja, da oben sind ja noch die Orders dafür. Deswegen kann ich die hier eigentlich wegmachen. Stoßen hier einmal in die VA jetzt rein. Und dann dürfte er versuchen, sich in der VA entsprechend zu halten. Also das wäre zumindest das, was er mal irgendwie schleunigst versuchen sollte. Und jetzt auch hier über der 980 schließen. Im H1 stehen hier in der VA, aber erst im M2 haben jetzt hier da noch mal ein korrektives Hoch. Das muss natürlich auch schnell weg. Sichern wir die Nummer hier mal ab. So, 980 hätten wir jetzt gleich. Kommt ein schöner Schuss da oben durch als Übertreibung. Das sieht doch gut aus. Guck mal. Das sieht doch gut aus. So, einen mache ich mal so. Und so. Dann wird hier mitgetrailt. So, und damit sind wir hier schon im Plus mit dem ganzen Webinar. So, 3 von 5 sind noch drin. Ich mache jetzt mal zwei, noch eine hier raus. Aber guck dich das doch mal an. Ist doch schick. Da muss man doch erstmal gar nicht mehr ran. Ne? Also. Zack, hier sieht man es auch, ne? Kurve nach oben. Wunderbar. Ja, das war doch mal nett jetzt zum Abschluss, würde ich doch sagen, ne? Das ist doch auf jeden Fall sehr, sehr nett. So, und alle, die zu früh gegangen sind, gedacht haben, ah, hier. Schön. Da freue ich mich doch. Da freue ich mich doch. So. Gut. Dann gucken wir noch mal ganz kurz hier aufs große Bild. Also ich lasse jetzt hier die zwei da mal drin, ne? Also für mich ist erstmal entscheidend, okay, das da unten hat gepasst. Ja, irgendwie mit ganz vielen Sachen halt hier zusammen. Da musste ich halt jetzt mal kurz ein bisschen genauer hingucken, weil er eben tiefer reagiert hat, als ich ursprünglich ja angenommen habe. Aber hat ja soweit Sinn gemacht, ne? Wie man sieht. Und von daher, wenn ich mir den M15 jetzt hier angucke, ne? Mal den mal groß. So, der hat nicht nur die letzte rausgenommen, sondern die letzten beiden. Schließt hier oben drüber. Und das ist für mich erstmal ein Grund, das drin zu lassen, ja. Und mal gucken, ob da nicht noch was nachkommt. Und wenn ich gleich nochmal hier oben wirklich bis an die Oberseite vom Gap bei 35.050 etwa, dann ich da auch nochmal hinlaufen. Ich habe aber nichtsdestotrotz zwei von drei hier raus, ne, weil ich weiß es ja natürlich nicht. Und habe ja auch logischerweise keine Lust, dann irgendwie halt alles davon gleich wieder herzugeben. Und wäre aber halt jetzt mein Ansatz, um das weiter zu verfolgen. Das heißt, er darf jetzt halt hier vom M15 ausgehend die 952 darf er machen. Wäre jetzt nicht so das Problem. Da einmal dran ansetzen, dann sollte er aber schon nochmal relativ schnell versuchen, dann halt eben nach oben wegzukommen. So, auf jeden Fall für mich ein Kandidat, um jetzt erstmal drin zu lassen. So, dann gehe ich nochmal rüber. So, gucken wir uns das mal jetzt mal an, ne? So.
Jetzt versteht man auch, was ich vorhin gemeint habe. Nur, dass es eben noch ein Stück weit krasser ausgefallen ist, als ich dachte. Was hat der DAX gemacht? Hier auf die 955 bezogen, das letzte Low rausgenommen, rennt an irgendeinen Punkt, kauft sich dann da wieder drüber. Das heißt, hier, die Dinger sind erstmal gefischt, ja. Und warum? Weil es wunderbar zusammengepasst hat mit dem korrektiven Low im Dow. Und deswegen ist das für mich der Kollege Kriegsfuß, ja. Also schön, wenn, ich meine, wenn da jemand vorhin da halt die Verkaufsorder erwischt hat und mitgegangen hat, super, ja. Also gar keine Frage. Mich stört eben nur halt, dass der sich halt irgendwie, wie soll ich das sagen, an keine Regeln mehr hält. Gut, der Markt muss jetzt nicht unbedingt an irgendwelche Regeln halten, aber man braucht ja irgendwas, ja, wenn man halt irgendwie die nächste Bewegung halt irgendwie vernünftig einschätzen will, ne? Und da der DAX halt immer genau so einen Kram macht, ne, geht der mir einfach nur unfassbar auf den Zeiger. So, und wie gesagt, der kann halt sogar jetzt hier nochmal dieses Low, also die 543 da oben, die kann der auch nochmal nehmen, der kann nochmal darüber laufen. Aber der wird dann halt spätestens ab heute Nachmittag sowieso halt nur noch dem Dow hinterher dackeln und gar kein Eigenleben mehr haben. Ne. Also DAX glaube ich halt echt, also das, wie gesagt, es mag eine persönliche, subjektive auch Fehleinschätzung sein, aber ich sehe halt einfach immer wieder, dass der morgens um 9, von 9 bis 10, da rennt das Ding irgendwo hin und alles, was danach kommt, ist ganz oft sehr, sehr haaresträubend. So, DAO muss ich jetzt, glaube ich, ja gar nicht mehr so wahnsinnig viel dazu sagen. Ne? Also hier die 921 habe ich ja gerade wirklich zu Genüge erklärt. Und das heißt, kann sein, dass wir hier nochmal irgendwo reinlaufen, aber ich würde halt schon jetzt erstmal gerne sehen, dass wir da oben nochmal an das Gap laufen und dann am liebsten natürlich dann halt auch das Gap wieder kaufen. Dann kann es natürlich sein, motiviert durch dieses Abwärts, falls wir da oben nachher noch rumtingeln, dann am Nachmittag, dass die Kasse noch eins draufsetzt und dann tatsächlich doch noch die 855 nochmal abholt und dann erst nach oben zieht, ne? So, wie gesagt, kritisch. Wieso kommt das jedes Mal in jedem Webinar? Das ist wirklich nicht wichtig gerade. So, kritisch wird es halt wirklich erst dann, wenn wir hier drunter stehen, unter diesem Tief. Also das heißt, unter dem Tagestief von gestern oder auch überhaupt bei 772, da ist halt einfach irgendwann auch Schluss mit lustig. Dann sollte man immer noch nicht davon ausgehen, finde ich, dass halt die ganze Geschichte, dass jetzt hier der zweite Crash kommt oder irgendwas, ist Quatsch, sondern halt einfach eher von seitwärts ausgehen und dann nochmal gucken, bis sich der Markt dann halt wieder einpendelt. Ne? Also das wäre halt so mein Ansatz an der ganzen Geschichte. Und hier im DAO, wenn man jetzt halt das nächste vorausgesetzt, erhält sich an den Trend, beziehungsweise der Trend läuft weiter. So, und da würde ich ganz einfach hingehen und da die Fibos ja jetzt hier funktioniert haben und wie gesagt, wichtig, es ist halt auch wichtig, dass sie auch weiter halten, würde ich das einfach nach oben verlängern, genau umgekehrt nämlich und dann laufen wir auf die 433. So, mehr, nicht mehr und nicht weniger und das heißt natürlich nicht, dass da oben irgendwelche Short oder Widerstände sind, das sind keine Widerstände, es gibt keine Widerstände. Über dem ATH, es gibt einfach keine. Es gibt nur immer die Idee von einem Widerstand. So, und das ist aber eher dann halt so von der Projektion her ein Punkt, wo ich sage, ja, da kann man dann irgendwie vielleicht mal Long auflösen oder Stop mal nachziehen, aber nicht Short gehen. So, alright. Ja, schreibt hier auch gerade noch jemand, der Lars hat am B1 Außenstab gedreht, ja. Es kann auch sein, ne, dass da halt einfach im DAX der Timeframe, ja, von denen, die das handeln, sich einfach auch geändert hat. Es kann auch sein, ja. Also ich meine, also wie gesagt, der Lars hier, das ist ein guter Einwand eigentlich. Der DAX hätte am Außenstab im Wochenchart gedreht. Das kann man mal irgendwie mal checken. Ja, ne? Und klar, also einfach hier nochmal die Vorwocheneröffnung, aber
Es kann halt wirklich sein, dass sich der Timeframe geändert hat, dass der DAX halt deswegen nicht mehr das Volumen dann halt morgens hat, weil die dann sagen, ja gut, wir handeln nur noch im Daily oder Weekly und richten uns danach. Und wir brauchen im Day Trading natürlich was anderes. Ne? Ja, klar. Das ist klar. Von daher klar, irgendeinen Grund findet man immer. Muss wirklich nur lang genug suchen. Gut, also, dann sage ich an der Stelle mal. War doch nett, oder? Bisschen anstrengend am Anfang, weil ich mit der einen ein bisschen früh drin war. Aber insgesamt war das doch, glaube ich, dann doch eine ganz gute Geschichte, die der Markt uns dann hier ja auch geschenkt hat. Nelson, schläfst du schon oder bist noch Überhaupt nicht. Ich wollte nicht stören. Also ich freue mich da? natürlich auch für dich, dass das jetzt Du weißt doch, ich gut meine ausgegangen natürlich ernst. Dann gehen ist. wir Ich eigentlich weiß. Mittagessen, Nelson. Wolltest du nicht, wir wollten noch mal, ne? Das sollten wir echt mal machen. Ja, das werden wir auch machen. Und ich wollte nur ergänzen, also Feedback auch im Chat sehr positiv und bedanken sich alle auch fürs Durchhalten und deine Geduld wurde oft genannt hier. Ja. Und ja, ich freue mich natürlich auch, dass das gut ausgegangen ist. Und ja, wegen Essen sprechen wir nochmal. Und wegen Brötchen bestellen auch nochmal. Und was war Moment. jetzt los? Ja, keine Ahnung, warte mal. Boah, jetzt hat er mir Angst gemacht. Oh nein. Ja, ach schade, da ist ein Vogel voll gegen die Scheibe gedonnert gerade. Und nicht so ein kleiner. Ja, ich werde gleich mal gucken. Den Dann machen wir anderen. es kurz. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern. Wünsche natürlich noch ja, eine erfolgreiche Woche, noch einen erfolgreichen Tag. Bleiben Sie gesund. Würde mich freuen, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Und ich glaube, nach dem Webinar heute darf Dirk das Schlusswort haben. Und ja, bis bald. Genau, mache ich aber kurz, weil ich muss gleich mal den Vogelretter spielen. Ich glaube, dem geht es nicht so gut da drüben. Ja, hat Spaß gemacht mit euch, auch mit dem Markt. Und ja, ich hoffe, dass wir uns dann auch demnächst auch wiedersehen mit genauso vielen Teilnehmern. Sind ja auch irgendwie alle sehr, sehr lange geblieben. Schön. Wünsche euch einen schönen Tag, sonnigen Tag, wenn es irgendwie geht. Freue mich aufs nächste Mal. Und danke auch, Nelson. Ne? Und wir reden. Bis dahin.